Jede Patientin, die sich für eine Brustvergrößerung mit Implantat entscheidet, sollte sich bewusst sein, dass eine weitere Operation im Laufe des Lebens erforderlich sein wird. Ob ein Implantatwechsel oder eine Entfernung erfolgt, eine zusätzliche Brutstraffung und/oder eine Eigenfettbehandlung durchgeführt wird, sollte zu gegebener Zeit besprochen werden. Dies ist ganz unabhängig davon, ob es der Eingriff aus medizinischem Grund oder ästhetischem Grund vorgesehen ist. Die vielen Quellen zu Informationen im Internet können eine Beratung bei einem erfahrenen Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie nicht ersetzen. Wir stehen Ihnen gern beiseite. Die Haltbarkeit von Brustimplantaten ist begrenzt. Es gibt keine lebenslange Garantie oder lebenslange Haltbarkeit. Dies gilt auch für moderne Brustimplantate. Sie wurden jedoch für eine lange Lebensdauer entwickelt. Implantate werden ständig weiterentwickelt. Insbesondere die Widerstandsfähigkeit der meisten mehrschichtigen Außenhülle und das formstabile Füllmaterial. Eine Ruptur oder Riss kann mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 1% pro Jahr auftreten. Das heißt, dass die Implantate nach etwa 10 Jahren bei 10% der Frauen einen Defekt aufweisen. Somit müssen die eingesetzten Implantate spätestens nach Ablauf ihrer Lebensdauer aus medizinischen Gründen entfernt oder gewechselt werden. Weitere Informationen zu den verschiedenen modernen Implantaten erhalten Sie auf der Seite Brustvergrößerung mit Implantat. Der Link dazu finden Sie unten in der Beschreibung. Dort erfahren Sie auch mehr zu den Ausführungen. Runde Implantate formen eher eine pralle Brust, während ergonomische Brustimplantate für eine natürliche Brust empfohlen sind. Auf der erwähnten Seite wird auch auf die Eigenschaften und die Qualität der Produkte der verschiedenen Hersteller eingegangen.